Von der Firma Orthor habe ich einen Laserschneider und Gravierer Typ Lasermaster 22S erhalten. Das Gerät kann Werkstücke mit einer Grundfläche von bis zu 39,5 x 41 cm bearbeiten. Mit im Paket sind ein Netzteil, das 24 Volt Ausgangsspannung bei bis zu 2 Ampere liefert, ein USB-Kabel zur Datenübertragung von einem PC, Werkzeuge zur Montage sowie einige Materialien, die mit dem Gerät bearbeitet werden können. Ebenfalls enthalten ist eine Schutzbrille, die beim Umgang mit dem Gerät unbedingt zu tragen ist. Die Firmware des Lasermaster 22S basiert auf Gabel und im Gegensatz zu manchen Mitbewerbern hält sich die Firma Orthor an die Vorgabe der Lizenz, den geänderten Quellcode zu veröffentlichen. Das ist ganz im Sinne von How Open is This Gadget? Der entsprechende Link ist direkt auf der Herstellerseite zu finden. Hochaufgelöste Fotos vom Packungsinhalt gibt's wie immer auf meiner Webseite. Orthor bietet neben verschiedenen Lasermaschinen auch reichlich Zubehör für diese Geräte an. Ich habe als Extra ein Metallgitter als Unterlage zum Laserschneiden sowie eine elektrische Pumpe erhalten, mit welcher ein Luftstrahl auf die Oberfläche geblasen werden kann, um sauberere Schnitte zu erhalten. Der Zusammenbau des Rahmens sowie die Verkabelung sind schnell erledigt, auch hiervon gibt's viele Fotos auf den Seiten von How Open is This Gadget, womit die letzten Unklarheiten beseitigt werden dürften. Auf der Hauptplatine arbeitet ein Mikroprozessortyp ESP32, auf dem die Firmware Gabel läuft. Eine Buchse für die Stromversorgung, die USB-Buchse zur Datenübertragung und eine Buchse für einen Offline-Controller bilden die Schnittstellen zur Außenwelt. Ein Taster zum Einschalten und ein zweiter Taster zum Rücksetzen der Firmware sind rechts zu sehen. Vorder- und Rückseite der Platine sind vorbildlich beschriftet. Das mitgelieferte Lasermodul ist vom Typ LU24SF. SF steht dabei für Short Focus, also kurze Brennweite, diese beträgt 30 mm. Die erzielte Laserleistung der verbauten Diode beträgt 5,5 Watt, bei einer elektrischen Eingangsleistung von etwa 16 Watt. Die beiden Achsen werden längs von Aluprofilen der Abmessungen 20 x 20 mm mit Hilfe von kugelgelagerten Kunststoffrollen geführt. Das Spiel kann über Exzentermuttern mit Hilfe des beiliegenden Gabelschlüssels minimiert werden. Der Antrieb erfolgt über Zahnriemen. Die beiden Riemenscheiben der Y-Achse sind mit Hilfe eines Rundstabes verbunden und werden von nur einem Schrittmotor angetrieben. Der Vorteil dieser Konstruktion besteht darin, dass die beiden Enden der X-Achse nicht gegenläufig bewegt werden können, die Mechanik bleibt somit immer im rechten Winkel. Das Lasermodul ist an der X-Achse angebracht und wird über den zweiten Schrittmotor angetrieben. Der Lasermaster 22S verfügt über mechanische Endschalter für beide Achsen. Nach dem Einschalten wird der Laserkopf somit zum Nullpunkt gefahren. Der maximale Arbeitsbereich beträgt, wie bereits gesagt, 39,5 x 41 cm. Das Fokussieren des Lasers erfolgt manuell, dabei muss ein 3 mm Distanzstück zwischen Werkstück und dem Plastikschutz des Lasers passen. Als ersten Test schneide ich eine Scheibe aus 4 mm Pappelsperrholz. Die Laserleistung ist auf 80% gesetzt, die Vortriebsgeschwindigkeit auf 300 mm pro Minute.
Mit diesen Einstellungen ist die Scheibe nach 3 Durchgängen ausgeschnitten. Das Holz hat dabei auf einem Stahlblech gelegen und die Unterseite sieht alles andere als schön aus, da diese von dem verdampften Material, ausgehend von der Schnittkante, benetzt wurde. Im zweiten Durchgang kommen das Metallgitter und die elektrische Luftpumpe zum Einsatz. Erneut ist das Sperrholz nach 3 Durchgängen durchtrennt. Die Unterseite und die Schnittkante sehen aber deutlich besser aus. Das Metallgitter liegt auf einem passenden Stück Blech auf, das im Lieferumfang enthalten ist, somit kann der Laser keinen Schaden auf der Werkbank anrichten. Als Referenz für die Schnittleistung des Lasers schneide ich die 30mm Scheibe als nächstes aus 2mm Pappe aus. Mit 80% Laserleistung und 900mm pro Minute Schnittgeschwindigkeit ist die Scheibe in 3 Durchgängen durchtrennt. Mehr zum Testverfahren und hochaufgelöste Fotos vom Ergebnis gibt's auf der Webseite von How Open Is This Gadget. Ein Stapel aus 4 Stücken der 2mm Pappe zeigen die Grenze der Schneidleistung auf. Auch hier ist die Laserleistung auf 80% gesetzt und die Schnittgeschwindigkeit auf 300mm pro Minute. Erneut werden 3 Durchgänge gefahren. Zwei der Pappscheiben wurden dabei sauber durchtrennt. Ein weiterer Test besteht im Gravieren einer Grafik auf Edelstahl. Auf der einen Seite wird eine Vektorgrafik graviert, der Laser wird längs der Kanten der vorgegebenen Linien mit voller Leistung geführt. Die Geschwindigkeit ist mit 100mm pro Minute auf einen eher langsamen Wert gesetzt, nur so kann der Edelstahl ausreichend erhitzt werden, um ein wenig Material von der Oberfläche abzutragen. Die elektrische Eingangsleistung mit dem voll eingeschalteten Laser liegt bei etwa 30 Watt. Der Alu-Kühlkörper des Lasermoduls erwärmt sich dabei auf 38 Grad Celsius, wobei die Umgebungstemperatur in meinem Videostudio 27 Grad Celsius beträgt. Auf der Rückseite wird eine Bitmap-Grafik Zeile für Zeile abgearbeitet, hierfür wird der Laser ständig ein- und ausgeschaltet. Auch mehr zu diesem Testverfahren und hochaufgelöste Fotos vom Ergebnis gibt's auf der Webseite von How Open Is This Gadget.
Als nächsten Test graviere ich die mitgelieferten Beispielmaterialien. Eines der Sperrholzplättchen wird mit einer Grafik verziert. Erneut ist die Vorlage eine Bitmap-Datei, die zeilenweise abgearbeitet wird. Die mitgelieferte Luftpumpe bewirkt, dass das verdampfte Material vom Holz weggeblasen wird, womit etwas feinere Punkte gesetzt werden können. Der Luftstrom ist so stark, dass das Sperrholzplättchen, das offensichtlich nicht ganz plan aufliegt, von diesem bewegt wird. Bei den Anhängern handelt es sich um beschichtetes Aluminium. Blankes Aluminium kann der Laser nicht gravieren, da dieses Material eine zu gute Wärmeleitfähigkeit besitzt. Es wird von dem Knochen lediglich die farbige Beschichtung verdampft. Somit tritt die Gravur deutlich hervor. Welche Materialien sonst noch so bearbeitet werden können, ist auf der Webseite von How Open Is This Gadget nachzulesen. Dort findet ihr auch hochaufgelöste Fotos von dem Ortho Laser Master 22S, dessen Komponenten und den Testergebnissen sowie alle Infos zum Gerät. Dass ich mich in diesem Video mit Kommentaren zurückgehalten habe, ist beabsichtigt, ihr sollt euch nämlich eine eigene Meinung zum Gerät bilden, klickt also mal rein in die Projektseite. In diesem Sinne, danke fürs Angucken und bis bald!